Ja, Pörtschach am Wörthersee beherbergt natürlich die große Journalisten-Weltmeisterschaft. Wir sehen hier, auch Leighton Hewitt hat schon hier gespielt und auch der legendäre große Schwede wird mitspielen. Wir kommen jetzt herein zum Kärntner Tennisverband und sind Live-Zeugen der Auslosung, meine Damen und Herren, die gerade in Szene geht, allerdings nicht ohne eines der größten Tennisspieler Österreichs, nämlich Horst Koff, zu gedenken. So, wir sind hier in den heiligen Hallen des Kärntner Tennisverbandes, wo auch Ilja Nastase schon zugegen war und natürlich auch Thomas Muster. Heute, soeben wird der Schwede telefonisch auch erreicht, wir werden das Gespräch auf später verschieben. Heute Walter Rubenthaler, Turnierdirektor und natürlich der Jerry Hebein vom Tennisverband. Grüß euch. Also wir haben ja, die großartige Journalisten-EM. Was kannst du sagen, Rubi, die 23. Auflage? Wie viele Teilnehmer haben wir und wie viele Nationen? Ja, wir erwarten 100 Teilnehmer aus 15 Nationen, wie alljährlich. Und wir hoffen natürlich heute bei der Auslosung Freitag. Wir haben ja Spielbeginn erst am Montag. Und bis dahin hoffen wir, dass schöneres Wetter sein wird, weil heute regnet es draußen. Aber wir erwarten in Kärnten natürlich ein sonniges Wetter. Selbstverständlich. Wir wünschen das Allerbeste. Danke vielmals. Und bis bald. Fantastische Verhältnisse in Pörtschach am Wörthersee anlässlich der Journalisten-Europameisterschaften. Wir sehen den See ein bisschen und dahinter die Karawanken. Perfekt zum Flanken. Und jetzt sind wir da hier auf der großen Terrasse, die natürlich überfüllt ist vom begeisterten Publikum und auch von Spielern. Und im Hintergrund der vielbeachtete mediale Erstauftritt des Geheimfavoriten, Stefan, der mit sehr viel Hirn am Werk ist. Und er spielt gegen einen, wo es ein bisschen rumpelt, der heißt nämlich Walter Rumpler. Und da ist sozusagen Sand im Getriebe. Also es sieht so aus, als würde sich der Geheimfavorit hier überraschenderweise durchsetzen können. Der nächste Einstieg an der Seite des Schweden wird im Bälde erfolgen. Hier noch das staunende Publikum bei dieser ersten fantastischen Darbietung auf dem grandiosen Center Court von Pörtschach. Auf jeden Fall farblich abgestimmt auf Stefan Hirn präsentiert sich also der große Schwede mit Unterstützung seines Idols Björn Borg, der natürlich die Originaluntergatte seiner 5 Wimbledon-Siege zur Verfügung gestellt hat, um hier Zuversicht zu vermitteln. Und das ist nicht alles, sondern auch seine legendären Swedish Glocks, die er immer getragen hat. Etwas zu klein, Sie sehen es, aber dafür mit Original-Fußpilz sind hier ausgeborgt worden, um die Flanken über die Karawanken entsprechend bewerkstelligen zu können. Und wir hoffen natürlich, dass wir Björn mit diverse Edelmetall hier aus der Pörtschacher Region ebenfalls erfreuen. Ja, wir sind hier live dabei in Pörtschach bei den 23. Journalisten-Europameisterschaften und der lange Schwede versucht verzweifelt den Rekordhalter an Titeln Manfred Kuderner im Doppel einzuholen. Einer seiner berühmten Lobs, aber er spielt ja hier besonders mit viel Hirn, probiert es zumindest. Im Moment schaut es nicht gut aus, aber ich glaube, wir werden uns später wieder melden. Super, Andi! Der glorreiche Spin-Künstler, wieder mal erfolgreich. Jetzt fragen sich hier nur alle, ob dieser Spieler wirklich die Ruhe, die Spielintelligenz, die Taktik eines Kuderners aufbringen kann, um den langen Schweden mitzureißen. Oh, Mörderaufschlag, wirklich 220 Stundenkilometer zeigt die Anzeige, unretournierbar. So, und jetzt haben wir einen Matchball. Jetzt haben wir einen Matchball bei 6-4, 5-0 und das war's. Er hat nicht sehr viel dazu beigetragen, außer ein paar Fehler, aber na gut, sie sind im Finale. Die legendäre Schlafstätte ist verlassen. Wir machen einen Blick hier auf die Utensilien des großen Schweden und natürlich gleich hinaus zum
hohen Favoriten in diesem Turnier, der zwar umgesetzt, aber doch umso eindrucksvoller den Durchmarsch geschafft hat und alle journalistischen Resultate bisher auf den Kopf gestellt hat. Hier ist Tahild in Rapid gewarnt, natürlich großartig. Ich nehme an, du wirst deinen Mannen rächen von der Cup-Niederlage, Semifinale, das kann heute nicht passieren, weil heute hast du zwei große Finale vor dir. Guten Morgen, Andi, erstens einmal, und das stimmt, erstens einmal bin ich nicht im Semifinale wie Rapid gescheitert, sondern jetzt bin ich schon im Finale Einzel und Doppel, und wenn man mal im Finale ist, lässt man sich die Butter oder die Marmelade in der Früh nicht mehr vom Brot nehmen. Genau, du hast schon gefrühstückt, jetzt was erwartest du für beide Endspiele? Ich sage einmal, im Einzel bin ich eigentlich sehr, sehr siegessicher und im Doppel spiele ich nicht nur gegen zwei Leute, sondern teilweise sagen die Leute gegen zweieinhalb oder drei Leute, je nachdem wie nervös du sein wirst. Ja. Naja, das ist die Frage, man muss natürlich seine schwedischen Nerven wie Drahtseile heute präsentieren, um da reüssieren zu können gegen große, x-malige Europameister. Ob das gelingt, werden wir in Kürze erfahren, aber nicht ohne vorher den Teletext umblättern zu sehen bei den Herren. Es war leider kein so erfreulicher Tag für Jürgen Melzer, aber wir werden versuchen natürlich, das heute auszumerzen mit einem letzten Rundblick, bevor es ernst wird am Center Court. Verabschieden wir uns jetzt einmal ganz gespannt und harren der großen Ereignisse, die heute auf uns zukommen. Also, wir gratulieren recht herzlich natürlich hier dem deutsch-slowakischen Team. Unsere großen Gegner, congratulations. What was deciding today? I don't know really. we have to concentrate at every ball and finally we did it. So, the Slovakian media is calling already. Ein kurzes Statement noch vom großen Sieger. Titelverteidigung im Einzel hat nicht geklappt, im Doppel dafür die Revanche? Im Einzel war es nicht möglich, weil einfach ein überragender Spieler hier im Feld war. Da bin ich einfach vier Klassen schlecht. Es war trotzdem eine Freude, gegen den Stefan zu spielen. Und im Doppel habe ich dann die Goldmedaille wieder mit nach Hause genommen. Bin sehr stolz und werde nächstes Jahr wieder zurückkommen. Ja, der Stefan hat sozusagen alles auf den Kopf gestellt. Hier, wie ist dein Resümee jetzt nach diesen doch für dich sehr erfolgreichen Tagen? Es war eine fantastische Veranstaltung. Ich habe das Wetter, das schöne Wetter, das hier gegeben hat, genossen. Das Tennis war eigentlich nicht der Hauptgrund, warum ich gekommen bin, aber mit einer Goldmedaille im Einzel und Silbermedaille im Doppel kann man zufrieden die Heimreise antreten, da braucht man nicht reden, und am Wochenende geht es in der deutschen Liga zur Sache, da werden die Gegner stärker sein, aber das Wetter wahrscheinlich nicht ganz so schön. Durchaus, und der große Schwede überlegt sich, ob er die Sonne heute noch genießt oder ob er gleich in Tennispension gehen soll. Der Mann, der für die fantastische Anlage verantwortlich ist, den sehen wir jetzt hier, er ist natürlich einer, der sehr weit sprüht, sagen wir jetzt einmal, um da nicht irgendwie, sagen wir, ins Schmutzige zu verfallen und für die besten Plätze der Welt zuständig. Lieber Felix, wir bedanken uns recht herzlich. Was ist eigentlich dein Resümee, wenn du da so die Journalisten Tennis spielen siehst? Ich drehe kurz ab. Ja, wenn ich sie sehe. Muss man da lachen oder denkt man sich die Armen oder denkt nein, man sich die. Nein, was wollen die? Nicht, überhaupt nicht. Und es ist einfach schön, und ich sage ganz, ganz offen, und ich habe es zu einigen deiner Kollegen schon erwähnt, es ist mir das liebste Turnier im ganzen Jahr. Das ist ein Kompliment. Warum? Es ist einfach schön, die Journalisten betreuen zu dürfen. Es macht mir Freude, es macht mir Spaß. Es haben sich auch mittlerweile über die Jahre hinweg wunderbare Freundschaften entwickelt, auf die ich auch sehr stolz bin. Unter anderem den großen Schweden. Nicht? Ja. Und es ist schön, ich betreue euch einfach gerne und es macht mir Spaß, und ich versuche einfach mein Möglichstes für euch zu tun, dass ihr wirklich schöne Plätze zum Spielen habt. Ja, also alle Schlachten sind geschlagen und der aktuelle Europameister zieht jetzt ein bisschen Resümee in dieser herrlichen Kulisse. Wie war es für dich, Stefan? Es war eine fantastische Woche, fantastische drei Tage. Das Tennis war zwar nicht im Vordergrund, aber ich habe mich trotzdem im Einzel durchsetzen können, im Doppel. Immerhin eine Silbermedaille mit einem sehr, sehr guten Partner, aber die Gegner waren in Summe gesehen einfach das bessere Team. Die waren zusammengespielt, auch haben es gut harmoniert, obwohl es beide nicht derselben Sprache mächtig waren, aber irgendwie Englisch mit Händen und Füßen haben sie das schon ganz gut umgebracht und uns dann eigentlich verdient geschlagen. Das sind auch deine weiblichen Fans. Es ist der Herr Europameister, das wissen Sie sicher. Autogramme gibt es dann in Kürze natürlich auch. Das ist ganz klar. Ja, danke vielmals für das Interesse. Wir müssen nur das Interview zu Ende führen.
Also entsprechend, und jetzt bist du da natürlich sozusagen im Rampenlicht, im Wassersinn des Wortes. Richtig, ja. Am Wörthersee. Welche Bedeutung hat dieser Europameistertitel für dich? Ja, ich muss sagen, ich war ja schon Kreismeister, Landesmeister. Zu Staatsmeistertiteln hat es nicht ganz gereicht. Zweimal Vize-Staatsmeister im Doppel, ein paar Bronzemedaillen in Einzel und Doppel gesamt. Aber hat man gedacht, die Staatsmeisterschaften überspringe ich. Jetzt bin ich Europameister. Dann kann es eigentlich nur mehr den Weltmeistertitel als nächstes Ziel, als nächste Herausforderung geben. Und schauen wir mal, ob mir das gelingen wird. Schifffahrt Wörthersee, ahoi. Kapitän Andreas Dürieu kommt mir gerade entgegen, noch ohne Medaillen, weil die Siegerjagd erst in Kürze stattfindet, aber trotzdem wissen wir schon alle, dass er zwei Medaillen errungen hat. Ein Kurzresümee. Ja, das Kurzresümee kann nur lauten, also ähnlich wie Jürgen Melz habe ich bei meinem persönlichen Grand Slam Turnier hier, also zum dritten Mal in Serie, das Halbfinale bereits verteidigt. Ich wünsche, dass es auch dem Jürgen gelingt, bei in einer solch ähnlichen Umgebung das heuer in Paris also einmal zu schaffen. Und fürs Doppel kann ich nur sagen, vielen Dank, Herr Hirn, dass Sie mir also Ihre hirnigen Gedanken auch gewidmet haben und mit mir gemeinsam diese fantastische Silbermedaille gegen wirklich fantastische Gegner. Also es war unglaublich, wie die gespielt haben, dass wir da also Zweiter waren. Ist auch das noch eine große Ehre, aber wir haben das also, glaube ich, für Österreich bzw. für Schweden fantastisch gemeistert. Danke. Okay. Der Wahnsinn, ich sag das unglaublich. Dass man da alles mitmachen muss. Wahnsinn. Danke. And the winner of the King's Class is also an Austrian player. He's the first time stay in Birchach. At the journalist part, naturally, he comes a lot of time to Birchach, I've heard. His name, European Championship, Stefan Hirn. Bravo! Congratulations! Stefan the Brain. So, that winner from the King's Class. King's Cup, yes, in Thank you, ladies and gentlemen. Applause for our winners and European champions.